Gebäude in eine andere Einrichtung leeren. Okay. Flussverschmutzer 1000 ist das. Fahrzeugbetrieb 2, 6% voll. The Ecoside of Life. Ich frag mich. Okay, Verschmutzung. Aha. Ausgehende Verbindung. Naturrohstoffe. Aha, aha, aha. Okay, ja. Okay. Ja, was ist das Gelbe? Fruchtbares Land. Oh, okay, ja, ich habe es nicht an fruchtbarem Land gebaut. Das war, hätte ich vorher schauen müssen. Ein bisschen. Aber die Ecoside of Life ist auf jeden Fall an dem Waldstück dran. Die Frage ist, bauen sie ihre Felder dahin oder bauen sie es da nicht hin? Das ist hier die Frage, die ich mir stelle. Irgendwo soll es hier Öl geben und Erz soll es hier auch geben. Ich sehe es nicht. Die Farben passen irgendwie nicht. Aha. Da oben gibt es Öl und da gibt es Erz. Erz hier und Erz hier. Das heißt, Alter, hier gibt's Öl. Boah, was für eine Ölzunge. Und da gibt's Erz. Dahin gibt's Erz. Kann man dahin kaufen? Nein. Achso, da können wir noch nicht. Ah, okay. Man kann immer erst von Stufe zu Stufe können wir kaufen. Interessant, okay. Nachdem hier haben wir hier viel Erz. Wo? Wo haben wir da Erz? Ich sehe hier kein einziges Stückchen Erz. Ach so, das geht noch bis hier rüber. So. Alter, hier ist perfektes Agrarland. Okay, naja, scheiß auf, wir sind erstmal damit beschäftigt. Dass das funktioniert, weiß ich. Ich weiß jetzt, das ist jetzt doof von mir gewesen, dass ich das einfach jetzt hier gemacht habe. Eventuell sollte ich einfach. Wir haben hier am meisten Holz, oder? Alter, ja, wir haben echt am meisten Holz. Wir haben echt viel Holz hier. Dann machen wir es einfach so. Wir machen erstmal machen wir Rohre dahinter. Wir machen Ecoside of Life größer. Das wird jetzt komplette Ökozone hier. Und Agrar machen wir drüben dann. So, das machen wir jetzt einfach mal so. Zack. Das war jetzt doof geplant von mir, aber konnte doch niemand damit rechnen. So. So, machen wir noch schön die Grenzen. Ja, jetzt müssen nochmal die Gebäude alle abgerissen werden und nochmal gebaut werden. Es ist kacke, ich weiß, aber dafür haben wir dann später hier schöne Bäumchen. Können wir Bäumchen pflanzen? Zählen die dann auch dazu? Zählen die dann auch dazu? Ja, geil, die zählen dazu. Lol. Also 25 Einheiten pro Woche. Merken wir uns. Wieder 25. Okay. Okay, ja. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall eine Baumschule. Woody's Wood. So. Okay, ja, das ist Schuss nach hinten losgegangen auf Deutsch. Das war nicht so geplant. Ich habe nicht gewusst, dass man hier einschalten kann und dann schauen kann und dann dementsprechend planen muss. Wer rechnet denn damit? Also hier ist auch nur leicht grün. Aber hier ist es wenigstens grün und nicht gelb. Gelb ist es hier leider nicht. Deswegen ist es ein bisschen doof gewesen. Da ist echt fruchtbares Land. Dann wird das hier, also so gesehen unsere Vorstadt, dann werden hier Felder hingebaut. Das machen wir jetzt. Ja, okay, da müssen wir jetzt aber warten. Das machen wir später. Wir brauchen mehr Geschäfte. Ja, ja, Leute, ich habe leider keine Kohle, um Geschäfte zu bauen. Keine Kohle. Okay, wir können das hier jetzt zur Ladenstraße machen. Wir müssen dann aber ja,
verbessern? Können wir verbessern? Vielspurig. Ja, noch haben wir den Verkehr nicht. Okay, ja, egal. Dann machen wir einfach hier so. So. Und dann machen wir hier so. Und dann machen wir hier so. Und dann machen wir hier so. So. Kommen hier ein paar Läden hin. Das freut die Menschen. Und schon rutschen wir wieder ins Minus. Aber wir haben hier drüben haben wir genug Industrie, also da kommen schon die Baumschulen. In der Öko-Side of Life. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Die Energie, brauchen wir bestimmt mehr Energie. Das ist scheiße. Okay, wir haben noch 28. Wir hätten die Gebäude, wir hätten sie versetzen können. Ich Idiot. Naja, egal. Das weiß ich jetzt. Solarkraftwerk, Wasserkraftwerk, Ölkraftwerk und fortschrittliche Windturbinen. Kriegen wir gleich. Bringen uns aber nichts. Kostet trotzdem Geld. Lärmbelästigung. Ach, auf Wasser geht nicht. Okay. Auf Wasser ist natürlich A, fortschrittlich, B, geil. Hashtag geil. So. Gut. Wie geht's diesen Leuten hier denn? Was sagen die denn? Die sind sehr erfreut und sind total ungebildet. Ja. Ja, ich weiß. Da müssen wir noch ein paar Schulen bauen. Aber wir sind nicht ins Minus gerutscht. Da hat sich ein Gebäude drauf hingeschlichen. Okay, von mir aus. Was haben wir denn hier für Gebäude? Big Hit. Restaurant. Ja, auch ein Big Bot. Ist das kacke? Ja. Ein Convenience Store. Big Hit auch. Das ist auch. Ja. Yakisoba. Hallo. Ist auch Yakisoba. Mit Big Bit Burgern. Wahnsinn. So. Und das ist. Jubilee. Jubilee. Okay. Und ja, das ist auch ein Convenience-Store. Aha. Alter, Junge. Pop-Soda. Das ist Pop-Soda-Store. Pop-Soda-Store. Und da hier nochmal Yakisoba. Alter. Oscar Morgan. Okay, ja, so viele Gebäudemodelle gibt es nicht. Yatsu. Okay, Leute. Die Latte. Amor. Yatsu Energy, Latte Amor. Haha. Was für ein. So, was haben wir denn hier für Alter? Was sind da das für pinke Gebäude? Yakisoba, Yakisoba Energy. Wahnsinn. Das ist mein. Haben wir schon eine Skyline? Nein. Aber nicht. Da keine Skyline. Doch, mit hinten mit der Brücke. Super. Alles klar. Hier haben wir Baumschulen und Bäume. Im Normalbetrieb. Spezialisierte Gebäude sind nur auf dem höchsten Niveau. Alles klar. Lumbermill. Hier sieht es aber relativ ruhig aus. Lumber Company, Lumbermill. Okay, ja, hier sieht es echt ruhig aus. So viel Holz. Müssen die das auch eigentlich exportieren? Eine gute Frage. Importprodukte. Agrar. Exportieren. Okay.
Gesamtexport 54. Wie exportieren die denn? Hat das schon jemand sie mal gefragt, wie die... Achso! Shit. Das geht ja gar nicht weiter. LOL. Wir forsten ja wieder. Wir fällen ja gar nicht alle Bäume. Es ist nur die Hälfte. Wir fällen nur ein bisschen. Oh, in Öko Side of Life gibt es kein Wasser. Verbinden wir mal hier. Zack. Bling. Guten Morgen zusammen. Was ein schöner Sonnenaufgang. Paradise on Earth. Jawohl, das ist ein wirklich schöner Sonnenaufgang. Alter, wir sind eine boomende Kleinstadt. Wir haben ein neues Gebiet freigeschalten. Wir können neue transportable Sachen machen. Wir können Erzindustrie-Spezialisierung machen. Wir können recyceln und in die Freizeitnutzung einführen. Und wir können Kreuzungen bauen. Eine Dreibahnkreuzung, eine Kleeblattkreuzung, einen großen Kreisverkehr, eine Autobahn. Geil. Autobahnauffahrt. Oho. Und ein Friedhof. Eine fortschrittliche Windturbine und ein Busdepot. Ja, Mülldeponie, Speicher. Ja, das finde ich jetzt, finde ich nicht so nice. Ja, egal. Das Endlager muss da jetzt noch bleiben. Und wenn man hier jetzt ein bisschen rausfährt, dann gibt es hier eine Autobahnauffahrt. Wie viel kostet denn so eine Autobahn? Eins pro Woche, pro Zelle. What the fuck? Dreibahnkreuzung. Kleeblattkreuzung. Ja, gern. So, sowas hätte ich gern. Alter, ist das fett. What the fuck? Alter, das ist ja übertrieben groß. Kann ich den nicht kleiner machen? Oh Mann, das wäre perfekt gewesen. So ein Mist. Aber mir gefällt diese Idee. Mir gefällt diese Idee. So. Ja, okay, wir müssen jetzt mal. Ja, wir planen gleich, aber erstmal ein bisschen was für die Bildung des Volkes tun. Shit, okay. Damit erreiche ich leider niemanden. Deswegen muss leider ein Gebäude da glauben oder ein paar mehr. So. Wir haben 300er Kapazität und wir können gleich ausbauen. Das heißt, in diesem Bogen bauen wir nochmal eine Schule hin. Mitten in der Pampa. So, zwei Schulen haben wir gebaut. Ich hoffe, das langt euch an Bildung. So. Okay. Das ist Agrarland. Das heißt, wir grenzen echt mit der Autobahn eigentlich ab. Das machen wir. Und... eine doppelspurige Autobahn. Verbinden dann da hinten mit dieser, hinten mit diesem Ding dann. Geht's rüber mit einer schönen, schönen... So, dann müssen wir hier mit Bild auf, kann man eine Brücke bauen, ne? Okay, ja, so ein bisschen. So.
Okay, und das untertunneln wir. Wir machen eine schöne Auffahrt. Trasse muss weg. So. Okay, ja, ist okay. Tageräume für sichere. Was? So, da müssen wir ein bisschen wieder kürzen. Ja, es kostet ganz schön viel, so eine Aufnahme zu bauen. Das sehe ich auch gerade. Das ist nicht ordentlich aufgefallen. So, jetzt wir mal Bild runter. Und. Nein, nicht genug Geld. Jetzt warten wir mal kurz. Ich habe gar nicht festgestellt, wie viel man ich eigentlich Geld kriegt. Okay, ja, es ist nicht ganz perfekt, nicht schön synchron, sondern ja, mein Gott, egal. Was mich stört, ist, dass, ja. Aha. Lärmschutzwand. Ja, das dauert noch ein bisschen. So. Dann machen wir hier noch so. So. Hört mich ein bisschen, dass jetzt die Autobahn. Nicht das, wieso brauchen wir. Ja, okay, ja. Ich glaube. Oh, wir haben einen Stufenausstieg. Cool. Okay. Wir brauchen mehr. Oh, Energie, wir haben Energienot. Ein Gebäude ist abgebrannt, ja. Gebildete Arbeiter brauchen die. Oder was wollen die? Was? Nicht genügend Arbeiter, ja, ich weiß. Wir sind schon dabei, neue zu produzieren. Gebäude ist abgebrannt. Das ist nicht so schön. Wieso ist die Feuerwehr? Ich habe keine Feuerwehr. Ach so, oh Gott. Oh Gott, ich Idiot. Schlag mich jemand bitte. Wieso baue ich denn? Ja, die Feuerwehr. Fuck. 14 Wochen noch, dann ist das Darlehen erst weg. Ich will mal ein bisschen die Steuern. Jetzt gibt es bei uns auch Mehrwertsteuern. Wir pflanzen doch schon neue. Und auch ein neues Kraftwerk. Ah, Mann. Aber erst mal die Feuerwache. Erst Feuerwache, dann neues Kraftwerk. Das ist extrem dämlich gelaufen. Ich hätte ruhig sagen können, dass ich hier ein verdammtes Arztpraxis dahin gebastelt habe. So, gebt das Geld mal ein bisschen schneller rein. Ja, 1600 haben wir schon. Das ist schon nicht viel. Neue Dienstleistungen, ja, schön. Das Geile ist, die zahlen ja kein Geld. Ich muss Geld dafür zahlen, dass die verdammt nochmal fahren können.
Das ist eigentlich very unverschämt. Okay, wir hauen es mal hier rein. So. Perfekt. Und jetzt brauchen wir eine neue NIG oder was? Wir kosten so eine fortschrittliche Windturbine. Nicht genügend Geld. Das ist seichtes Wasser. Cool. Megawatt. Okay, ja, Staudamm passt hier sowieso nicht, oder? Wasserkraftwerk. Bin mal gespannt auf den Damm, ey. 12.000 kostet es. Kostet die Windturbine. 5 Megawatt. 8. 8 Megawatt. Sehr laut. Dafür grün. Dafür grün. Für die Umwelt. So. Genug Eco. Ja. Stromverbrauch. Das Gebäude nicht erweitern? Kann man nicht. Nein. Ja, ich muss viel, wenn der Tag lang ist. Ich muss neue Wohngebiete bauen. Ich muss... Ja, die haben alle keinen Strom. Natürlich nicht. Okay, wir bauen erst von der Windturbine. Wir sind jetzt im Zugzwang. Stadtplatz 7 Megawatt, das ist gar nichts. 8 Megawatt, okay, ja, ist okay. 7 Megawatt ist gut. Gut. Das passt erstmal. Und hier rein, sobald wir 6.000 Geld haben. Mann. Wir sind schon 2016. So schnell vergeht die Zeit. Was? Wir sind 2016? What? Warum fällen sie alle Bäume? Ja, warum? Warum wohl? So. Grüne Energie für alle. So. Passt. Alter, sieht die hässlich aus. Ah. So, wir müssen uns jetzt hier mal um die Häuser kümmern, die alle weg sind. Ah, Racken will niemand. So, ich glaube, ich habe jetzt alle erwischt. Alles klar, wie sieht es eigentlich mit Wasser und Abwasser aus? Alter, langt noch locker. Locker. So. Wir brauchen mehr... Mehr Leute, mehr Platz, mehr alles. Ja, wir wollten eigentlich eine Autobahn bauen. Wollten wir ursprünglich. Sag mal, kann man eigentlich nach unten bauen? Blöde Frage, aber geht das? Geht es, dass wir nach unten bauen? Bild runter. Wir können keine Tunnel bauen. Wir wollten doch jetzt verkäsen, oder? Wir können keine Tunnel bauen. Was? Was ist das für ein Scheiß? Ich hätte es gerne gerade, diese Straße. Deswegen muss ich jetzt da hinten nochmal abreißen. Also diese Straße müssen wir gerade bauen. Das hilft nichts. Ich hätte sie gerne so gut wie gerade. Ah, es ist schwierig, gerade zu bauen.
glaube, das ist aber gerade. Sieht auf jeden Fall senkrecht zu der Straße aus. Ja, ich muss noch ein Stückchen wegnehmen. Ja, ja, halt dein Maul, ich bin doch dabei. Sei froh, dass ich jetzt hier anfange, hier eine Brücke zu bauen über eine Autobahn, die ich im Bau habe. So, zack. Zack. Und dann nach unten. So. Hat die Autobahn hier durch. So. Zack. Ort ist bereits belegt. Ach, fuck, ich habe die Brücke zu kurz gebaut. So, jetzt kann sie aber nach unten. Die Autobahn kann er durch. So, machen wir so ein halbes Herz, oder? Machen wir das so. Okay. Dann machen wir das gleiche hier auch. Ah, und die erste benutzt sie schon, die Autobahn. Das ist natürlich cool. So haben wir schon mal ein bisschen Verkehr ausgelagert. Oh Gott, was sind denn das für Straßen? Ja, diese Art von Straße, diese Art von Auffahrt gefällt mir lieber. Deswegen. Ja, müssen wir nur hier so anfangen. Dann müssen wir hier so machen. Und dann so. Gott, wie habe ich denn das gerade eben gemacht? So. Egal. Dann wird es halt eben so. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Aber wir haben jetzt unsere Autobahn gebaut. Also unsere vorläufige Autobahn natürlich. In unsere zweite Siedlung. Oder gibt es unsere zweite Siedlung? Ja, vielleicht. So. Perfekt, perfekt.